steigen jetzt gerade aus Albanien und reisen nach Griechenland ein. Wir sind jetzt in Griechenland und hier gibt es einfach überall diese Mandarinenplantagen. Und die sind gerade reif, Mandarinen und Orangen. Und Sophie hat welche geklaut. Nein, ich habe sie nee, stimmt. Gefunden. Du hast sie gefunden. Die lagen am Straßenrand, okay. Die lagen hier. Wir haben hier einen blauen Himmel und Sonnenschein und einen Strand ganz für uns alleine. Wir sind heute Morgen schon den ganzen Strand hier entlang gejoggt, barfüßig, und hier liegen super viele schöne Muscheln und das Wetter ist einfach so genial. Also wir sind jetzt gerade mit zwei Deutschen unterwegs, Benny und Josie. Und die arbeiten ehrenamtlich in so einem Tierheim hier in Griechenland und füttern halt hier gerade die Hunde im Tierheim und auch draußen. Also die Hunde, die keinen Platz mehr bekommen haben im Tierheim, die sind jetzt draußen. Besonders die Welpen haben es dort schwer, weil dort auch öfters Krankheiten sind im Tierheim und viele Welpen überleben die Zeit dort gar nicht. Und immer wieder werden dann Hunde nach Deutschland vermittelt. Sie wartet hier schon mega lang und sie ist super lieb. Die Hunde sind auch schon fahrbereit, wurden durchgecheckt vom Tierarzt, haben die Impfungen und warten eigentlich nur noch darauf, dass sie jemand abholt und lieb hat. Und dann sind wir relativ direkt an der Küste entlang gefahren nach Lefkada und haben uns dann hier diese schönen Wasserfälle angeschaut. Also in Griechenland sieht man schon deutlich die Auswirkungen von diesem Unwetter. Also überall sind Strände überschwemmt, unsere Straßenpromenaden voll mit Sand. Und auch hier zu dem Weg, jetzt zum Wasserfall, ist so ein Weg abgerutscht, wo man dann rumlaufen musste. Und die richten es halt erst wieder in der Hauptsaison hin. Und ich war auch einfach fraglich. Hihi, hihi. Ich hoffe, da bin ich mit drin. Nee, da ist ganz schön lieb. Wieder zurück über die Stadt Lefkas. Wir sind jetzt in Lefkas. Wir machen jetzt einen kleinen Stadtbummel, solange unsere Wäsche wäscht. Unser erstes griechisches Essen. Also das wurde uns empfohlen, das dort. Genau. Und da soll es die besten Gyros geben, auf ganz Lefkada oder auf ganz Griechenland, keine Ahnung. Und jetzt probieren wir den mal. Mal gucken, ob das stimmt. So, wir sind jetzt fertig mit Gyros essen. Das war so viel. Wir konnten also die Hälfte einpacken. Und wir fahren jetzt heute nochmal, weil es wieder regnet, Richtung Peloponnes und hoffen, dass dann morgen die Sonne scheint. Also das hier ist die teuerste Brücke und Maut, die wir je bezahlt haben. Jetzt haben wir 20 Euro bezahlt für diese Scheißbrücke. Auf der Suche nach der Sonne sind wir einfach nur dem Regen hinterhergefahren. Und jetzt hoffen wir mal, dass es morgen wieder ein bisschen aufklart. Also hier ist es in Griechenland ziemlich üblich, dass hier auf einspurigen Straßen überholt wird. Und meist dazu angehalten, wenn man langsam fährt, rechts zu fahren, dass die Straße breit genug ist, dass andere überholen können, obwohl Gegenverkehr kommt. Und an der Küste entlang. Relativ große Straße in relativ kurzer Zeit Richtung Ochsenbauchbucht gefahren.
Und hier war es einfach super schön. Und was wir bei der wundervollen Bucht erlebt haben und wen wir da getroffen haben, das zeigen wir euch dann im nächsten Video. Bis bald!